Die ungarische Musik ist eine Herzenssache von mir. Als junger Bursch war ich in Budapest mit den besten Zigeunerkapellen in ständigem Kontakt. Ich besaß auch noch bis vor kurzer Zeit von dem berühmten ungarischen Zigeuner Pali Rácz ein Foto einer rührenden Widmung. Der Familie Rácz habe ich ein kleines Denkmal gesetzt in der Figur des Pali Rácz, Titelrolle der Operette der Zigeunerprima. Der Zigeunerprimasch, eine Operette von Julius Wilhelm und Fritz Grünbaum. Musik von Emmerich Kallmann. Funkbearbeitung und Regie Kurt Fels. Musikalische Leitung Franz Marschalek. Es gab einmal eine Zeit, in der spielten die Zigeuner nicht nur in jedem zweiten Café ihre Geigen. Sie spielten auch in Schlössern und Palais, auf den Festen der Fürsten und auf den Banketten der Politiker eine Rolle. Und sie spielten diese Rolle mit so viel Haltung und Geschick, dass die hohen Gastgeber sich um die Gunst der Bekanntesten unter ihnen rissen. Und so fuhr auch eines Tages der Graf Gaston Irini von Paris direkt nach Ungarn zum alten Rácz in Lörrinc-Falva. Verzeihung, er fuhr natürlich nicht ohne mich. Natürlich nicht ohne Sie, denn der Graf Irini steht ja unter Kuratel. Ja, das ist alte Familiengewohnheit bei den Irinis. Erst 4 Jahre Leutnant, dann 5 Jahre Schulden machen, dann 2 Jahre Kuratel, dann Leidenschaft zu unebenbürtiger Schönheit und schließlich Hochzeit mit ebenbürtiger Hässlichkeit. Ja, gar nicht uneben. Aber was begegnet nun dem Grafen zunächst in Lörrinc-Falva? Zunächst einmal junges, hübsches Mädchen. Was ist Tochter vom alten Rácz und heißt sich Schari. Halt, so schnell geht das nur wieder nicht. Er sieht sie zwar, aber er spricht noch nicht mit ihr. Er beobachtet, wie sie die vielen Kinder des alten Rácz mit einem lustigen Lied bei Laune hält. Auf dem goldenen Throne saß mit seiner Krone stolz der König und er sah die Tochter streng an. Und der König grollte, denn die Tochter wollte eigentlich wissen nichts von einem Ehemann. Der König schrie, ein solcher Trotz kam mir noch niemals vor. Da spreizt sie sich und 1000 Freier stehen schon vor dem Tor. Schneider mit der Schere, einer groß, einer klein, einer dumm und einer fett, einer Gott, einer fein. Doch was sind die Männer nett? Einer Gott, einer fein, was sind die Männer nett? Die Prinzessin lachte und dann ließ sie sachte rein spazieren die Männer. Spricht, kriegen kann mich jeder, auch in Samt, in Leder, aber merkt euch, dadurch wird zum König er nicht, denn wer mich nimmt, dem folge ich, wie nur in Gefahr, verzichte auf den Thron und er bleibt, was ja früher war. Ein Soldat, ein Mann, und ein Jäger mit Gewehr, ein Baron, ein Herr von und ein Schneider mit der Schere, einer groß, einer klein, einer dumm und einer fett, einer grob, einer.
Sprach keiner ein Wort. Einer sagt zum Schluss dann, überlegen muss man, dass bis morgen früh bevor, dann gingen sie fort. Doch als die Nacht kam, sah Prinzesslein lachend um mein Ohr. Die ganzen Männer, alle tausend, machten sich davor. Ja, stimmt. Die Männer sind nett. Außer Ihnen vielleicht. Wie bitte? Ach, nix. Hab ich nur laut gedacht. Ach so. Sagen Sie, bitteschön, schämen Sie sich nicht zu folgen dem Grafen, wohin er geht? Mich zu schämen habe ich keinen Auftrag. Ich habe ihn zu beobachten und darüber zu wachen, dass er nicht unnötig viel Geld auslässt. Also, Geld auslegen ist nie unnötig, bitteschön. Ja, aber mal eine andere Frage. Ja? Ganz unter zwei Augen, bitteschön. Hm. Was will der Graf hier bei uns in Lörinsfalva? Er kommt gewissermaßen im königlichen Auftrag. Hä? Er will diesen Zigeunerprimasch, diesen Rats, nach Paris engagieren. Was? Den alten Rats? Also, das ist bitteschön, das ist sehr gut. Aber was gibt es da zu lachen? No, vielleicht schauen Sie mal da drüben in die Stube hinein. Da sitzt nämlich der Primasch beim Haferschleim. Haferschleim? Ja, brrr. Seine Geige, seine Stradivari, die schmeckt auch schon nach Haferschleim. Spielen? Nein, geht nicht mehr. Aber Rats, du bist doch noch jung. Jung? War einmal, Herr Graf. Vor paar Jahren noch ein König mit der Geige in der Hand. Tausend Madeln sind zu wenig, die mir damals nachgerannt. Vor allem Rendezvous und billet du, Rendezvous und billet du. Ach, wie ändert sich die Zeit, alter Rats, du tust mir leid. Leider nix. Kommt ein Küssen ohne Pausen, hab geliebt den größten Stil. 16 Kinder hier zu Hause, aus Haus weiß Gott wie viel. Aus Haus weiß Gott wie viel. Schnell die Zeit.
Sehr traurig. Aber macht nichts. Ratz hat Sohn, was ist ebenbürtig mit der Geige? Na also, nehmen wir den Sohn jetzt? Verzeihen Sie, wenn ich mich da hineinmische, aber ich glaube, daraus wird nichts. Okay. Das wird der Alte wohl nicht gestatten. Er ist nämlich nicht nur eifersüchtig auf die Julischka, sondern auch auf die Musikalität seines Sohnes Lazi. Ja, auf die Julischka ist er's auf jeden Fall. Aber die Julischka, die sieht den Jungen lieber als den Alten. Und wenn der Lazi im Gemeindesaal sitzt und Klavier spielt, so wie jetzt eben wieder, dann ist auch die Julischka nicht mehr weit. Thank you.
froh sich die Engel lustig drehen. Do, 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 lacht sogar das Ohr, wenn's der Petrus sieht, tanzt er auch gleich mit. Und wenn's der Sagen Sie mal, die beiden wirken fast wie ein Liebespaar. Ja, und das wirkt auf den Alten wie ein rotes Tuch. Lazi, Lazi, wo steckt denn der Bub? Oh, wenn der wüsst, wo der steckt. Reg dich nicht auf, Ratz, er wird schon kommen. Der Lausbub will alles besser machen, will alles besser können. Wissen Sie, was er hat gesagt, Herr Graf? Geigenspiel ohne Noten ist kein Geigenspiel, hat er gesagt. Na ja, er meint es nicht so. Ein Künstler will er sein, studieren will er, mich blamieren will er. Na, na, Rat, so schlimm ist es doch wohl nicht. Wenn es ihm Spaß macht, lass ihn doch nach Noten spielen. Ach, geh. Was du in stillen Stunden hörst in dir, das wird zum Lied. Hast recht, Ratz. Deshalb will ich auch dich wieder nach Paris holen. Geht nicht mehr, Herr Graf. Und mit meinem Sohn, mit dem Lotzi, geht es schon gar nicht. Servus. Wie? Moment mal. Oh, hallo. Ja? Oh, pardon. Ich wollte eigentlich Ihren Vater. Aber jetzt, wo Sie so plötzlich da sind, will ich natürlich Sie. Charmant, Herr Graf. Und deswegen sind Sie nach Ungarn gekommen? Nein, non. Eigentlich bin ich wegen dieser verflixten Stradivari hier, die der Estragon in Paris hören möchte. Die spielt mein Vater. Ach, wenn er sie nur spielte. Müssen Sie es ihm einreden? Also wissen Sie, Ihnen rede ich ein, was Sie wollen. Aber Ihrem Vater, diesem alten Dickschädel. Oh, ich habe noch einen viel dickeren Dickschädel. Bei jungen Damen habe ich das sehr gern. Na, ich weiß nicht. Oh, aber ich weiß. Was? Na, das. Was das? Na, das, was das so ist, was ist, Kesksexa? Ja, ich denn, bleiben Sie mir mit dem französischen Firlefanz vom Hals. Hier sind wir in Ungarn. Und in Ungarn heißt das Ha-Sa-Sa. Comment? Sa-Sa. Bitte, ist das eine Milchspeise? Oh, keine Spur. Oder was zum Anziehen? Nein, was zum Tanzen. Oh la la. Sonntags, wenn die Messe vorüber, packt die junge Leute das Fieber, Tanzmusik erscheint, und da gibt's kein Halt. Ach, ich weiß schon, Polonaise, Walz, Quadrille, Masur, Française, du Step auch dazu, c'est tout comme chez nous. Also folge das Tanzstil, du alte, fahle Geschicht, hast du so, das tanzen wir. Das versteh ich nie. Mal die acht sind Nüsse. Ha-sa-sa, spürt man von da bis da. Da lernt man lachen und
Beinen, mit beiden Beinen, das ist der Assassin. Kind, zu diesem Tanzgeschäft braucht man 60 Pferdekräfte, einige HP für die große Zeh. Verdrehen fürs Verbiegen, das ja ist ja das Vergnügen, springen und tanzen, wie Mensch der Flug. Dein Vergleich, er ist zwar roh, noch nicht ungeschickt, denn genauso wie ein Flug. Bist du jetzt geknickt? So? Also, ich weiß nicht. Das sieht fast so aus. Allerdings, ja, so sieht es aus. Ihr Herr Graf scheint sich mehr für die Tochter des alten Rats Pali zu interessieren als für seine Geige. Die Schari hat aber auch viel sympathischere Seiten. Immerhin. Irgendwie muss die Geschichte aber weitergehen. Naja, geht sie ja auch. Der alte Rats ruft das halbe Dorf und seine ganze Familie zur Beratung über das Angebot des Grafen zusammen. Also, der Irini will, ich soll in Paris gastieren. Aber ich will nicht. Was macht man da? Es geht halt ein anderer mit. Was? Ich wüsste auch schon einen. Na, sag schon wen. Mich. Wie? Was, du? Ja, warum denn nicht? Bitte, wenn der alte Rats nicht kommen kann, geht der junge Rats mit. Was? Wer kann nicht kommen? Du hast es doch gesagt, Vater. So, hab ich gesagt, dass der Lausbub da gehen soll? Hat der Temperament? Hat der Feuer? Ja. Kann der weinen und lachen zugleich? Spielen und kokettieren mit schönen Frauen? Ein Herrscher und ein König, das ist ein Primas. Und das ist er, dich. Vater, du beleidigst mich, hast mich immer nur verkannt. Spöttisch nur auf mich geblickt und von mir dich fortgewandt. Ist ein lieber, guter Kerl, aber schlechter Musikant. Guter Kerl, schlechter Musiker. Ich bin die Erbe deiner Künstlerschaft, doch will ich steigen noch durch eigene Kraft. Durch eigene Kraft, nimm nicht so voll dein Maul, als Rennpferd spielt sich auf der Ackergaul. Vater, kein Wort mehr, oder ich geh, kein Wort mehr, oder ich geh. Thank you.
selber nach Haus gerannt.
hab mir vertraut die ganze Zeit. Und wann die Finger mir zerbrechen, und wann die Finger mir zerbrechen, die Geige her, die Geige her, ich bin bereit, ich bin bereit. Ja, ich fürchte, dass Sie dazu recht fürchten. Der Lazzi-Patschi ist auf und davon. Der alte Lazzi-Patschi ist mit den Franzosen ebenfalls auf. Und Folge davon wird sein, auch die anderen eilen davon. Und alle nach Paris, wenn's recht ist. Ja, also mir ist schon recht. Bloß die Fahrt, wissen's denn? Ja, die ist im Jahre 1910 sehr beschwerlich. Zumal, wenn man nicht viel Geld hat und dritter Klasse fahren muss, wie der Cadeau mit den beiden Mädels Julischka und Schari. Und wenn mir 100.000 Franken bezahlt, dass wieder bald ich reis, noch dazu auf diesem Preis, sag ich nein und keinen Preis. Auf diesen harten Bänken im Coupé tut alles weh mir schon. Und diese Bauern im Waggon, reden wir lieber nicht davon. Oh mein Gott, die rechte Kunst erweist, den schickt er in die Welt. Und wenn er dritter Klasse reist, der spart er auch noch Geld. In dritter Klasse, das ist kein Spaß, von Budapest bis nach Paris. Im Mund, der kommt zum Haus geschafft und außerdem nach vorne füßt. Dritter Klasse, Eisenbahn. Böse Sachen, nix zum Lachen hat man dann. Frauen und Buben, Kraut und Ruben, harte Bank. Ganze 96 Stunden lang. Dritter Klasse, Eisenbahn.
ist doch besser, dass indem man plauscht, leicht wird vertauscht der Rock, inklusive Hut und Stock, da bekommt man Nervenschock. So gegen Mitternacht klopft einer an und sagt man dann herein, steck ein dicker Bauer ein, unter jedem armen Schwein. Ja, wie Gott die rechte Gunst erweist, der kann sich wirklich freuen. Jeder hat, wenn er wie wir drei reist, auf alle Welle schwein. Halleluja, wenn singt wieder, jetzt wird das Leben wieder süß. Ein langer Tod, die Augen rot, doch Gott sei Dank hier in Paris. Dritter Klasse Eisenbahn, böse Sachen nichts zu lachen hat man dann. Frauen und Buben, Kraut und Blumen, harte Bahn, ganze 96 Stunden lang. Dritter Klasse Eisenbahn, nicht ein Auge zugetan. Nichts getrunken, nichts gegessen, nur Nissen, nur Nissen. Hol dir auf die Eisenbahn! Wären wir da, wo wir hinwollen, nämlich in Paris. C'est ça? Sie wünschen? Zunächst eine Auskunft. Bin ich hier im Palais Estragon? Certainement. Graf Estragon alias seine Majestät, der König von Massilia, gibt sich die Ehre. Naja, schon gut. Wo sind die Gäste? Selbstverständlich dort, wo sie hingehören. Im Festsaal. Bei den schönen Damen sein. Also wo sind Sie bitte froh? Schön und charmant und comme il faut. Ach, nach der Schlacht der Liebe seh ich nicht so, weil ich vor Kampfeslust schon brenne ich. Stolz wie ein Held zwing ich die Welt voll Kampfeslust. Die helle Brust, mein Helm aufs Herz glänzt himmelwärts. Das ist das Schwert in meiner Rechten. Stolz wie ein Held, sich aus dem Held, vollkommenslos, die Helden los. Mein helles Herz glänzt in der Welt. Das ist das Schwert in meiner Rechten. Eigentlich ein merkwürdiger Würdenträger. Aber immerhin hat er die gute Idee gehabt, den alten Rat nach Paris zu holen und auf seinem Fest spielen zu lassen. Oh, Verzeihung, Majestät. Ja, bitte? Majestät, haben doch den berühmten Geiger aus Ungarn... Ach, den Dings da, den... Na, wie heißt er denn? Rats. Richtig, ja, den... wie? Ratspali. Ja, den Ratspali. Ja, den habe ich. Und zwar exklusiv und inklusiv. Wieso inklusiv? Naja, inklusive Familie. Diese Ungarn haben ja mehr Kinder als ein normaler König Pferde im Stall. Und da habe ich gleich den Dings da, den Sohn, den... Wie heißt er doch? Den Lat.
Rossi. Ja, den. Den habe ich heute Abend hier mit seinen Künstlern engagiert. Moment, Majestät haben auch den Lazzi? Ja, und weiß das denn der Alte? Aber nein, das soll ja eine Dings da, eine Überraschung werden. Ja, und ob das eine Überraschung wird? Verzeihung, meine Damen, ein Herr aus Ungarn möchte Sie sprechen. Mich? Ein Herr aus Ungarn? Ja, er ist hier als Geiger engagiert. Was denn? Der Pali ist schon hier? Nein, der nicht! Lazzi, du! Ja, freust du dich? Wie kommst du denn hierher? Der Graf hat mich als Dirigenten der Tafelmusik engagiert. Na, das kann ja heiter werden. Oh, das kann sogar sehr heiter werden. Du schaust bezaubernd aus. Ach. Seit wann hast du denn Augen? Seit ich in Paris bin. Deshalb bist du wohl durchgebrannt? Nein, ich musste hinaus in die Welt, um etwas zu werden. Für dich. Und das soll ich glauben? Du musst es glauben. Bist plötzlich durchgegangen. Das war nicht schön von mir. Und hast mich lassen bangen. Das war nicht schön von mir. Ich habe still geduldet. Ach, das war schön von dir. Und du hast mir schön. Oh Gott, verzeihe mir, ich war so dumm und ungeschickt, so ungeschickt, ein echter Bursch vom Land. Ich hab am Glück vorbeigeblickt, vorbeigeblickt und bin davon gerannt. Vor dir ein armer Sünder steht, der endlich aber ausgetobt. Mein Leben bekommst du viel zu spät. Was hör ich da, du bist verlobt? Ja, leider bin ich schon verlobt. Lang, lang wird der Sonne nicht Küsse vermehen wie die Blüte. Es war nicht schön von mir, doch schuld dran ist dein Wandern. Es war nicht schön von dir, du hast mir nie geschrieben. Das war nicht schön von dir, verschließ mir stolz dein Leben. Wie blöd war das von mir, in Herzensangst und Seelennot, halb unbewusst ergriff ich rasch die Hand, die Fesseln unverhofft mir bot, als damals du so plötzlich dreht. Gerade jetzt, wo endlich doch erprobt. Gerade jetzt, wo der Wind noch anders weht, bist ausgerechnet du verlobt. Und noch
noch dazu so sehr verlobt. Ja, noch dazu so sehr verlobt. Aber auch zwei andere gute Bekannte treffen sich im Palais Estragon wieder. Lazis Schwester Schari und Graf Gaston Irini. Gaston ist Feuer und Flamme für Schari und will gerne auf Monokel, Sekt und Lackstiefel verzichten. Was? Das willst du? Ja, das will ich. Und auch auf die dürre Comtesse willst du verzichten? Auch darauf. Ich gehe auf die Pusta. Chicos! Ja, Chicos, Mikos, Paprika. Oh, ma chérie, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Endlich hab ich dich. Halt mich, Liebster, halte mich. Küsse meinen Mund, bitte küss ihn bunt. Küss mein armes, liebes, krankes Herz gesund. Lehn dein süßes Köpfchen an, dass ich's besser fassen kann. Halte mich warm, halt mich fest und warm. Bin in deinem Bann, geliebter Mann. Oh, komm. Was liegt daran, wenn ich tanzen kann, tanze ich auch sehr gern mit großen Füßen dann. Merk dir, Schatz, zum Himmelszelt, Küsse sind das Reisegeld. Gerne zahle ich, zahl du auch für mich. Küsse, küsse mich. Ich liebe dich. Oh, komm mit mir, ich tanze dir. Oh,
Und dann kommt er, der alte Ratspali. Er ist jünger und elastischer geworden und er wird von der Gesellschaft begeistert empfangen. Yeah!
Sehr schön, wunderbar. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Bitte, war mir nicht zu. Und darf ich vielleicht bekannt machen? Das da ist Ihre Dings da, Ihre Tochter. Was? Charlie? Ja, wir sind einfach hierher gefahren. Ja, ganz einfach, ja. Und das da ist Ihre stille Dings da, Ihre stille Liebe. Juliska! Bist du böse, dass ich gekommen bin? Nein, Juliska. Ich bin sehr glücklich. Ja, und dann ist da noch einer im Nebensaal. Wie? Wer ist da? Natürlich Graf Irini. Ach, der. Ja, das ist natürlich, natürlich. Ich finde es wunderschön, dass wir uns hier wiedersehen. Ja, das sage ich ja auch. Und das verdanken wir Ihnen, Majestät. Oh. Vive Laura! Vive Laura! Wie charmant, wie charmant, ich will ganz in heute nicht wein. So galant, so galant, kann doch nur so ein König sein. Der kann umgehen mit den Mädeln sehr gut, der versteht's, der hat ein verführerisches Buch, ganz mich. Auf ein Haar, wie ich einmal junger war. Ach, wie schön, und wie freu ich mich auf den Ball. Wie mich dreh, so ein Tanz, ach, das ist mein Fall. Heute mach ich jede Fräulein Herrlit, heute spiel ich mal den Harunarashid. Ganz wie ich, auf ein Haar, wie ich einmal junger war. Kinder, heute bin ich mal leger. Nein, dieser Fürst gefällt mir sehr. So was von Popularität, Hut ab vor seiner Majestät. Kinder, heute will ich nicht so wohl. Nein, dieser Mensch ist ein Ruhm. So was von Popularität, Hut ab vor seiner Majestät. Solch ein Fürst, Pari, wir sehen nun immer mehr. Tanz mit Braut und Tanz mit Kind, also diese Ehr. Schei, 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 vive le roi, vive le roi. Wenn man bedenkt, ein König und so leger, so familiär, was man da staunt, ist zu wenig. Also dir weg, allen Respekt, warum dich unter den Lust. Einen Kuss, bitte sehr, müssen Sie riskieren. Wenn's ein Muss, warum nicht mich das nicht genieren? Ich bin selbst verliebt in den, bei Gott, ich schwör, kein Napoleon ist der roberische Rar, ganz mich. Auf ein Haar, wie ich einmal jünger war. Diese Pracht, wie ein Traum kommt alles vor. Jugend lacht, ganz Paris wie ein Zauberchor. Gerne träume ich mit Ihnen diesen Traum. Wenn es sein muss, mach ich einen Purzelbaum. Kannst mich auf ein Haar, wie ich einmal jünger war. Kinder, heut bin ich Demokrat. Das ist ein süßer Potentat. Treib es noch weiter in den Tod. Wird er noch kaum ein Schwiegersohn? Heut will ich nur einmal sehen. Wohlvoll ist dieser Souterrain. Treib er so weiter in den Tod. Wird er noch kaum ein Schwiegersohn? Wenn der Magen noch gesagt, nimm dir doch da ganz. Und ich drück ein Auge zu bei der Messallianz. Schei, 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 vive le roi, vive le roi. Wenn man bedenkt, ein König, so leger, so familiär, was man da staunt, ist zu wenig. Also geh weg, allen Respekt, auch wie gut er denkt. Vive le roi, das bleibt halt ein König. Aber die gute Stimmung dauert nicht lange. Der alte Rats entdeckt seinen Sohn Lazi, stellt ihn zur Rede und zieht sich dann grollend zurück. Pardon,
Das ist aber im Festprogramm nicht vorgesehen. Na sicher nicht. Das Festprogramm wurde ja auch nicht von Hellsehern entworfen. Der alte Rats also zieht sich grollend in den Park zurück, während seine Tochter Schari mit Gaston und sein Sohn Lazi mit Juliska glücklich sind. Thank you.
spielst da? Da bist du ja, Vater. Ich versteh nicht mehr die Welt. Ist das die Musik, die heute gefällt? Na, mir kann recht sein. Den Nutzen davon hat ja der Lazi. Mein Sohn, Lazi, mein Sohn, da komm. Danke, nein. Wie? Was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Danke, ja. Warum ich mich so spröd verhalte, ich hätte mich gern bereit gezeigt. Jedoch, mein Freund, da hier der Alte, der Stradivari da, der streikt. Ich soll nicht spielen, bin der stumm. Und wann er winkt, weiß er warum. Ich soll dem Sohn den Erfolg zerstören, der alte Stradivari will davon nichts hören. Mein alter Stradivari, der hat noch nie gebrummt, der hat mir höchstens zärtlich und still gesund und macht er einen Anstand, dann ist er mir wert, mein alter Stradivari. Der weiß halt, was sich wehrt. Er spielt nicht? Ist das etwa Neid? Eitelkeit. Was Neid? Was Künstlereitelkeit? Das ist zu viel. Ich bin bereit. Noch einmal brennt reines Feuer. Noch einmal singt stolze Brat. Du alter Freund, hat mir teuer. Du bist beleidigt und Saal wird getanzt. Kommen Sie! Ach, schön. Thank you.
das war der Schluss. Jetzt ist alles vorbei. Also dem jungen Lazzi der Erfolg in den Schoß gefallen, den der alte Rats erzwingen wollte. Eine ganze Hofgesellschaft hat er bezaubert und ein Mädchenherz endgültig erobert. Verzeihung, also da muss ich protestieren. Solange ich mir berechtigte Hoffnungen machen darf, dass sowohl Fräulein Schari als auch Fräulein Juliska... Was denn Sie? Nur warum nicht? Beide Damen haben mir ihr Erz ausgeschüttet. Fräulein Schare ist zwar in den Grafen verliebt, aber die Vernunft, sagt ihr. Die Vernunft. Ich glaube, die Vernunft hat wohl nicht mehr viel zu sagen, wenn die Herzen sprechen. Ja. Und was die Herzen sprechen, das können Sie erfahren, wenn Sie die beiden bei ihrem Rendezvous belauschen. Ich tu das meinige, tu du das deinige, sorg um das andere dich nicht. Da stell dich her, schau mir fest ins Gesicht. Bitte, ich tu meine Pflicht. Jetzt lass mich nippen an deinen zwei Lippen, nach denen schon lange ich schiel. Wenn du Courage hast, probier's doch und still. Freiwillig mach ich nicht mit dieses Spiel. Schon wieder zu viel. Aug an Aug, Mund an Mund, sträub dich nicht, siehst gesund. Sag nicht nein, sag nur ja, denn dazu bist du doch da. Wir müssen heiraten, dass sich nicht länger verliebt. Da braucht man drei, nämlich zwei, die verliebt und einem, der das Geld dazu gibt. Meine bestechende, Barge, stets blechende Großmutter ist ja im Spiel. Küss mich nur ruhig, bald sind wir am Ziel, wenn's deine Großmutter aber nicht will. Mädel, du redest
schon wieder zu viel. Augen auf, Mund an Mund, streit dich nicht, siehst gesund, sag nicht nein, sag nur ja, denn dazu bist du ja da. Na, was sagen Sie nun? Aha, also so ist das. Ja, so ist das. Und der alte Rats, der ist klüger als Sie. Unmöglich. Ich bilde mir ein. Na eben, Sie bilden sich ein, dass eventuell noch die Julischka... Ja. Der alte Rats aber hat längst eingesehen, dass sein Spiel aus ist. Der alte Primasch räumt dem jungen Primasch das Feld. Er führt seinem Sohn Lazi die geliebte Julischka zu und schenkt ihm zu guter Letzt seine berühmte Stradivari. Du gibst mir deine Geige, Vater? Warum nicht? Du hast sie ja schon immer gern gehabt. Genauso wie die Julischka. Ich hätte es halt ein bisschen früher merken sollen. Ja, das sag ich auch. Und jetzt bleibst du bei uns in Paris. In Paris? Das ist nichts für mich. Sehr wichtig. Zuerst fahren wir mal alle zurück nach Lödinsfarber. Ja, bravo. Ja, bitte sehr. Und was machen wir da? Dumme Frage. Wir feiern Doppelhochzeit. Du bleibst doch meine Residenz, voll Kultur und Intelligenz. Ochsenkühn und das liebe Federvieh macht Kammermusik schon in der Früh. Keine stehlen Sie eine, das kann ich schon ahnen. Ihre Jungfern kommen hinter drein. Die Erde ist echt, die Jungfern freilich sind nur Schein. Doch brauchen Sie sich drum nicht grämen oder gar zu schämen, weil's bei Mädchen kleiner Städtchen nicht genau zu nehmen. Komm, wir gehen mal bis nach Fischern, alles weg mit Taschentüchern. Das heißt Fetzen, die ersetzen das so halb und halb. Und zum Schluss mit frohen Mienen ist noch eine Kuh erschienen. Und im Drange, im Empfange, rief sie dann ein Kalb. Du bleibst doch meine Residenz, voll Kultur und Intelligenz. Ochsenkühe und das liebe Federvieh macht Kammermusik schon in der Früh.